Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. Ich habe einen frischen Tee. Und einfach in letzter Zeit kein Glück mit meinen Aufnahmen. Letztes Wochenende die Probleme mit dem Ton. Jetzt habe ich einen neuen Monitor bekommen, der hat so ein HDR. Das ist nochmal so ein Leuchteffekt, der damit unterstützt wird. Allerdings mag OBS das gar nicht. Was ich leider erst festgestellt habe, nachdem ich meine zwei Aufnahmen beendet hatte. Einmal den hier und auch nochmal eine Elden Ring-Folge. Und habe dann leider erst beim Schneiden gesehen, dass sie komplett ruiniert sind, beide. Die sind so überstrahlt, so als wäre so ein... Die Musik passt wunderbar. ja, es wäre so ein ekliger Nebel über dem Ganzen. Und das Ganze mit einem extrem hellen Kontrast ist ganz fürchterlich. Und dazu kommt, dass ich gestorben bin in der Long Dark-Folge. Weil ich es leider nicht... Tatsächlich letzten Endes bin ich durch einen Wolfangriff gestorben. Aber ansonsten wären wir wahrscheinlich 1-2 Stunden später verhungert. Es war nicht möglich, Essen zu finden. Und dann habe ich hin und her überlegt, okay, was machst du jetzt? Hörst du jetzt damit auf, urplötzlich? Aber es haben einige Leute reingeschaut und da dachte ich mir, ich mache einfach mal so eine Herausforderung mit euch. Und zwar eignet sich der Archivar ganz gut. Ich brauche den eh nochmal, weil, wie gesagt, meine Sachen alle weg sind. Mit dem Archivar ist es so, dass wir genau. Hier steht es im Prinzip. Also während des Leuchtens heißt, es gibt diese, ihr kennt ja vielleicht so Nordlichter. Und es gibt hier Nächte, in denen, die erkennt man meistens an diesen Nordlichtern, dann gibt es so Strom, dann ist überall Strom an auf einmal. Überall die Lichter gehen an, die Autobatterien, also ne, die, es ist teilweise sehr gruselig. Die Tiere verhalten sich anders, die haben dann so grüne leuchtende Augen. Und in diesen Nächten sollen wir an bestimmten Orten, jetzt ist zum Beispiel so eine Nacht, sollen wir an bestimmten Orten Computerdaten sichern. So, und da ich weiß, wo wir hier sind, würde ich direkt, loslaufen, die ersten Daten holen. Die sind hier nämlich gleich im Haus nebenan. Ich hoffe nur, hier ist kein Wolf direkt vor der Nase. Das sieht mal gut aus. Da hinten ist einer. So. Jetzt wäre Ding, jetzt schlappt sie wieder im Dunkeln hier rum. Ich habe schon die Helligkeit erhöht, aber es ist halt Nacht. Aber wir spielen jetzt hier einen wesentlich leichteren Spielstand und nachts funktionieren elektrische Geräte, unter anderem eben auch die Taschenlampe. Also nicht prinzipiell nachts, sondern in diesen Nächten. Die funktioniert sonst halt auch nicht, aber in diesen Nächten funktioniert sie. Und hier, wie man hier schon nach den ersten zwei Schritten merkt, es gibt viel mehr Ressourcen. So, hier ist der Computer, um den es geht. Na? Wieso kommt hier nichts? Chris Tagebuch. Ja, aber ich sehe gar nichts. Normalerweise habe ich den Eintrag bekommen. Sekunde. Postamt, ja. Aber hat es mir gar nicht gezeigt. Schade. Okay, so, ich glaube, das war's erstmal hier. Aha, siehst du, da in den Autos. Das sieht atemberaubend aus. Das ist schon echt genial. Mega geil. Habe ich die Aufnahme an? Ja.
Jetzt müssen wir noch aufpassen, da war der Wolf. Ansonsten würde ich gerne versuchen, hier gibt es glaube ich auch noch einen Computer. Der steht zwar nicht auf unserer Liste, aber... Es gibt trotzdem einen Eintrag. Ah, okay. Aber... Na. Okay. Ja, also hier kann man auch nicht wirklich einen Schwierigkeitsgrad wählen. Der wird im Prinzip durch diese Herausforderung festgelegt. Und wir müssen halt, ja, gucken, dass wir die Orte finden. Wir gucken, was das denn gleich nochmal hier ist. Jetzt zum Beispiel ein Computer, aber den kann ich nicht. Wahrscheinlich weiß ich wieder vor wohl Vater mit mir schon viele Monate fort ist, weil es ja noch Freude nicht finde. Okay. Ja, also die Geschichte ist halt die, dass hier das Radio funktioniert auch. Dass es hier geomagnetische Störungen gab, Erdbeben und so weiter und so fort. Und die haben immer mehr nach und nach die Menschen vertrieben. Das ist hier eine Insel, die sind vom Festland abgeschnitten und wohl auch sehr abhängig vom Festland gewesen. Und irgendwie gab es dann, ich weiß nicht, ob es dann auch weltweit Probleme gab, aber ich glaube, es begrenzt sich tatsächlich auf diese Regionen hier. Die wurden einfach vergessen. Die wurden zurückgelassen und vergessen. So, hier ist Wasser. Das nehmen wir mal mit. Okay, hier haben wir erstmal alles. Ja, und die Batterien, seht ihr ja vor der Taschenlampe, die gehen ratzfatz runter. So, Lautsprechereisen können wir hier auch direkt anschauen. Und sehr gerne. Oh, wunderbar. Ja, man merkt den Unterschied, ne? Also verhungern werden wir hier nicht. Hier passiert es wahrscheinlich eher, wenn, dass wir uns irgendwo verirren und erfrieren. Stuff will come in handy. So, wir werden gleich voll sein. Okay, das machen wir jetzt noch nicht. Da gehen wir mal bei Hell nochmal her. Die Taschenlampe ist auch gleich leer. Streichhölzer. Genau. So, den hatten wir. Okay, dann gehen wir zurück. Genau, wir gehen erstmal in das Haus von der Alten zurück. Ja, das ist er ja gar nicht. Also in der Story ist da oben unter eine alte Frau. Die uns einiges auch über die Region und so weiter erzählt. So, gucken wir mal. Ja, ich würde sagen, die looten wir dann morgen. Hell ist. Dann pennen wir jetzt einfach eine Runde. Ja, ne, hier liegt überall Stuff rum. Okay, so, dann trink doch mal einen Schluck Limo. Welch ein Luxus. Wir können aussuchen, was wir essen wollen.
Dann schläfst du mal ein bisschen. Ich komme müde. Okay, es ist immer noch mitten in der Nacht. So. Na klar. Jetzt gucken wir mal, wie schwer sind wir. Das geht eigentlich noch. Das war ein schönes, großes Haus. Schon wieder Streichhölzer. Aber ich würde gern in ein anderes ziehen, solange wir hier in der Stadt verweilen. Ja, wir müssen jetzt im Prinzip auf die nächste Nacht warten. Ist nicht jede Nacht so. Der zweite Punkt hier ist die Tankstelle. Da müssen wir dann nochmal so einen Computer auslesen quasi. So, hier ist nochmal Wasser. Okay. So, muss das hier wieder ausmachen. Kartons brauchen wir jetzt nicht. So, was haben wir hier? Bücher, die sind gut zum Feuer machen. Okay, so, da haben wir hier oben alles. Das nehmen wir mal noch mit. Hier haben wir auch alles. Streichhölzer. Ja, top. Was ist das? Holzbrikett. I think I can use this. Ja. Sehr, sehr schweres Stück Holz. Es brennt zwar sehr lange, aber nicht sehr heiß. So. Okay, dann gucken wir uns die Küche noch schnell an. Jetzt sind wir schon zu schwer. If I can drop any of this gear. Ja, ja, jetzt warte erstmal. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier sammeln und dann machen wir die Tür mal aus. So, okay, hier noch. Nix. Und hier. Okay, dann nichts mehr. Okay, jetzt schon zurück zu sein. Sehr zuverlässig, diese Axt. So, und da wir schon so voll sind, gehen wir jetzt schnurstracks dahin, wo ich vorübergehend Quartier beziehen werde. Wolf.
Mist, das ist zugenagelt. Da vorne. Ich hoffe, das hat einen Ofen. Also es ist tatsächlich immer ein anderes Haus. Es ist hier immer anders, welche Häuser zerstört sind, welche begehbar sind. Bei dem weiß ich jetzt nicht, ob das einen Ofen hat. Ja, okay, wunderbar. So, dann machen wir Folgendes. Das erstmal beiseite. Die brauchen wir so gut gar nicht. Die behalten wir im Inventar. So, hier würde ich jetzt mein Essen reinpacken. Machen wir auch mal so, weil hier gibt es auch nochmal ein Klo. Brandbeschleuniger, immer gut, wenn man im Freien Feuer machen will. Haben wir schon reingeguckt? Nee. Ja, das ist mit der Hauptgrund, weswegen ich den schweren Schwierigkeitsgrad so gerne spiele, weil das, sobald man auch nur einen drunter ist oder drüber, wie auch immer, wird man zugeschüttet mit Krempel. So, ich das jetzt erstmal lassen. Da ist dann eher das Problem, was lasse ich da, was nehme ich mit? Wenn man sehr schnell sehr voll ist. So. Jetzt hier auch noch Platz. Das gucken wir uns gleich in Ruhe an. So. Erstmal prinzipiell eine Ordnung machen. So, das würde ich jetzt hier mit reinnehmen. Das auch. Dann die Dame erstmal nicht. Reicht auch erstmal einer. Aber gar nicht. Da haben wir noch keine Lampe für. Das brauchen wir nur in diesen Nächten. Das brauchen wir aktuell auch nicht. Und das auch nicht. Okay. So, sind wir mit 13 Kilo, alles klar. So, dann looten wir hier mal nochmal durch. This will come in handy. Ja, naja, wie man es nimmt, ne? So. Okay, jetzt schauen wir erstmal nichts mehr. Gut, dann will ich die Klamotten noch ablegen, die wir gerade gefunden haben. Ja. Und dann würde ich noch mal kurz rausgehen, ein bisschen Holz holen. So. Hier müsste eigentlich
Haben wir einen Ast liegen? Haben wir jetzt eine Axt? Kann man. Nebel. Ist gar nichts. Schade. Unten. Ich hätte gerne auch mal Wölfe. Oh. Okay. Müssen das Holz aus dem Haus erstmal nehmen, dass wir unsere Klamotten aufgestockt haben. Genau. Jetzt friert die Gute gleich wieder. Around. Hier können wir reingehen. Schauen wir doch mal. My fingers feel numb. Ja, gleich nicht mehr. Ja, also das werde ich jetzt erstmal eine ganze Weile machen hier. Mich durch die Häuser looten. Und dann. Hope nobody needs this anymore. 39%. Wie weit weg sind wir von zu Hause? Nicht so weit. Die Tatze da oben, das bedeutet, dass durch das Stück Fleisch, das ich jetzt einstecken habe, ich Wölfe anlocke. Und umso stärker, umso mehr von diesen Tatzen ausgefüllt sind, das nehmen die Fährte auf. Das muss man immer bedenken, wenn man mit rohem Fleisch durch die Gegend läuft. Gebratenes ist nicht so schlimm. Da ist es dann ab einer gewissen Menge, habe ich jetzt festgestellt, dass er dann trotzdem irgendwie diese Fährtezeichen kommt. Da ist noch so ein Brikett. Das lassen wir mal liegen. Lügen erstmal hier zu Ende. Klar. Nochmal Wasser. Ja, ist halt der Vorteil von Gebäuden, ne? Hast du auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten. Und der andere Schwierigkeitsgrad, den wir im ersten Teil gespielt haben, der ist halt wirklich schon enorm. Am liebsten spiele ich es eigentlich so ein bisschen ausgeglichen, ne? Auch benutzerdefiniert, aber dann kriegt man die Leistung nicht, die ich schon halt gerne abschließen möchte hier in dem Spiel, damit ich die Vorteile davon wieder nutzen kann. So. I'll take it. Antibiotika. Die sind manchmal echt lebenswichtig, wenn man so Müsli isst und plötzlich hat man eine Lebensmittelvergiftung. Okay. So, wie schwer sind wir? 26 Kilo, dann können wir den noch mitnehmen hier. So, wir gehen jetzt schon heim. Damit wir nicht unnötig Wölfe anlocken. So. Das war dann gleich auch rasch schimmelig. Ja, das geht. Also wenn man tatsächlich mit dem schimmeliges Fleisch kann man abkochen und dann wieder essen. Aber schimmelige Lebensmittel anderer Art sollte man wegschmeißen. So, 5,9. Ich nehme mal so 2 im Inventar mit. Oh. So. Bei diesen Sachen tue ich immer das
Äste quasi beiseite. So. Kommt jetzt hier noch Nummer 4. Noch mehr Streichhölzer. Okay. So. Ach so, haben wir noch Rohstoffe gefunden? Mal ein bisschen. Bei dem hier weiß ich immer nicht. Ich glaube, da kann man irgendwie Munition herstellen. Aber das habe ich bisher noch nicht gebraucht, weil ich in dem, ja, das gibt es nur in diesem letzten Spielstand, dass man keine Schusswaffen findet, weil es selber bauen muss. Unter anderem eben auch die Munition. Ansonsten findet man die eigentlich immer, wenn man Schusswaffen auch finden kann. So, okay, 10 Kilo. Dann machen wir jetzt... Na, so lange brauchen wir eigentlich gar kein Feuer. Wir haben Wasser. Ich würde jetzt einfach nur mal Feuer machen, um was Gescheites zu essen. Weil wir das im letzten nicht konnten. So, dann holen wir aber uns ein Buch zum Anzünden. Hier. So. Und die verbrennen wir dann direkt. Ja. Buch. Und los geht's. So, rechts hinter diese Flamme. Das heißt, ich habe direkt quasi gelernt oder einen Punkt bekommen, wie auch immer, fürs Feuer anzünden. So, und jetzt seht ihr die Zeit, die springt enorm hoch, aber die Temperatur steigt nicht. Deswegen sind diese Holzbriketts nicht so optimal, wenn man sich aufwärmen will draußen. So, dann gucken wir noch mal. Ich würde sagen, wir essen... lecker Kaninchen. Was haben wir noch, was wir warm machen können? Hier Bohnen. Und danach gibt es abgestandene Tomatensuppe. So, lecker, lecker, lecker. Fangen wir mal damit an. So, na, jetzt ist es nicht mehr schimmelig. 86%. Yam, yam, yam. So, als nächstes würde ich sagen, gibt es ein Tomatensüppchen. Hier haben wir jetzt auch den Vorteil, dass wir schon einen Dosenöffner gefunden haben. Ich glaube, sie macht es auch mit dem Messer und ich weiß nicht, ob sie die Axt auch benutzt. Auf jeden Fall, wenn man gar kein Werkzeug hat, bricht sie die Dosen auf, was dann auch immer einen Verlust vom Inhalt nach sich zieht. Achso, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte es essen. So. Genau, das ist zum Beispiel auch so ein Bonus. Das konnte ich euch beim letzten Mal nicht zeigen. Wenn man es warmes isst, sinkt die Temperatur nicht so schnell über den Zeitraum. Das bietet sich mal an, wenn man Strecken laufen muss, wo man weiß, okay, es ist arschkalt, dann kann man sich vorher hier nochmal so ein bisschen buffen quasi. So, dann gibt es jetzt noch die lecker Bohnen. Das ist ja geradezu ein Festmahl. So, trinkst du mal einen Schluck. Okay. So, die Dosen würde ich jetzt hier ablegen. Die brauchen wir nicht mehr, sobald man Töpfe hat. Sind die obsolet. So, ich habe zwei von diesen Spritzen. Hä? Ich habe das verwechselt, glaube ich. Ja. So, dann mache ich mich jetzt an meine Ausrüstung.
So, ich nehme jetzt hier die Klamotten alle raus, die wir gefunden haben. Zack. Dazu den Stoff, den wir schon haben. Und Nähzeug. Huch, na komm. So, dann gucke ich mir an, was davon ich am besten anziehe. Also die sind schon mal tausendmal besser als diese Sportschuhe. Also nehmen wir die. Das sind Rollsocken, das ist super. Das ist besser als die hier. Weil die sind besser als Schuss. So, haben wir noch keine doppelte. Hier haben wir. Ziehen wir an. Auch super. Da haben wir die blauen, die sind besser, wenn sie repariert sind. So, und hier müssen wir jetzt mal gucken. Die Hemden haben tatsächlich mehr Winddichte. Was haben wir hier? Also ich denke, wir machen das mal. Und so vielleicht? Ja. Und hier haben wir nur die Weste. Noch keine Jacke gefunden, keine gescheite. Hier haben wir doch aber, genau, die hier. Und hier können wir das nehmen. Okay. 88% Sprinten. Mal schön, wir suchen Einbuße. 10%. Da müssen wir gucken, dass wir bessere Stiefel finden. Manche Klamotten schränken die Bewegungsfreiheit ein. Da müssen wir auch mal ein bisschen drauf achten. Und hier sind es tatsächlich die Schuhe. Gut, müssen wir erstmal Kauf nehmen, weil die wesentlich besser sind als die. Ja, und jetzt gehe ich in mein Inventar und dann sehe ich hier an den Pfeilen, was ich trage und was nicht. Und alles andere mache ich jetzt erstmal kaputt. Na? Upsala. Hier, zerlegen. Dann gewinne ich Stoff und Leder. Na, Leder aus den Schuhen, Stoff aus diesen Sachen. Und damit repariere ich dann die Sachen, die ich trage. Beziehungsweise, wenn ich gucke, was die Uhr sagt, ist bald dunkel. Und wenn es finster ist, näht sie nicht. Also gucken wir mal. Die können wir noch nicht reparieren. Was haben wir hier? 96, 78, 76. Können wir ja hier mal. So, ne? Und immer lernt man so ein bisschen den Skill zu erweitern, nämlich ausziehen, anziehen, reparieren. Nochmal. Dann machst du 100%. Also nicht mehr. Was haben wir hier? 82, 61. Ah, haben wir schon ein Grad dazu gewonnen, nur durchs Reparieren. Okay. Noch ein Grad. So, jetzt wird es langsam zu dunkel. Und dann trinken wir noch einen Schluck. In einem Hunger aus. Ja, wir müssen eigentlich nicht hungrig ins Bett gehen, beziehungsweise ich würde das jetzt hier schon mal auskosten, weil es gibt dann einen Bonus, wenn man, glaube ich, 3 Tage lang keinen Hunger hat, dann kann man 5 Kilo mehr tragen. So. Minuten.
Genau. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Klamotten zerreißen. Und dann schlafen. Und dann hole ich euch morgen früh wieder dazu. Und dann gehen wir noch ein bisschen looten und gucken uns hier um. Ja. Dann bis gleich. So, schönen guten Morgen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit meinen Aktivitäten. Und es ist auch tierisch stürmisch draußen. Das heißt, wir können eh nicht viel machen. Ich würde den Tag nutzen, um mein Equipment auf Vordermann zu bringen. Das heißt, ich repariere alles durch, zerreiße alles, was ich nicht brauche. Und würde an der Stelle die Folge mal beenden. Und dann gucken wir mal. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir das machen. Dadurch, dass man halt hier alles findet, mehr oder weniger, ist es nicht ganz so spannend. Aber es kann halt dennoch immer wieder mal passieren, dass man so wie jetzt, ne, wenn ich jetzt in der Höhle wäre, würden wir da auch jetzt erstmal festsitzen und gucken müssen, wie wir da vorankommen. Okay. Gut, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, das nächste Mal, wie gesagt, müssen wir gucken, dass wir an der Tankstelle Lager beziehen. Und vorher würde ich hier noch rumgucken, die Häuser looten. Dann nehme ich euch dann aber wieder mit. Ja. Und dann schauen wir mal. Also dann, bis demnächst. Bye, bye.